Der Klassiker, der Anfang. Vielen Dank, Gottfried, für die einleitenden Worte zunächst erstmal. Auch von meiner Seite her möchte ich Sie natürlich alle begrüßen. Ich freue mich, dass Sie uns auch heute nochmal begleiten bei unserem letzten Termin. Wir haben ja jetzt uns viermal getroffen, haben Sie uns zunächst erstmal quasi einführend damit, also mit den Fragestellungen beschäftigt, wie viele Menschen mit Beeinträchtigung bzw. Behinderung gibt es denn überhaupt? Wir waren beim Thema digitale Barrierefreiheit im Bereich von Word und Word-Dateien. Wir haben uns mit PowerPoint beschäftigt und heute soll also dann sich erstmal diese Runde hier schließen mit dem vierten Thema, und zwar dem Thema von Excel und barrierefreien Excel-Dateien. Genau. Insofern zum einen herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Zum anderen aber auch nochmal quasi vielen Dank. Zum einen an das Projekt Shuffle, in dem sozusagen die Inhalte entstanden sind, was wiederum durch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre quasi finanziert worden ist. Und zum anderen eben auch den Dank sowohl an die Europäische Kommission als auch an das Ressourcenzentrum Accessible EU für die Unterstützung für die heutige Veranstaltung. Vielleicht kurz zum Thema, was ist Accessible EU, sofern Sie bei den letzten Veranstaltungen nicht teilgenommen haben. Accessible EU ist ein neues Ressourcenzentrum, was also europaweit gegründet worden ist in diesem Sommer und in dem es darum gehen soll, eben im Rahmen der Strategie der Europäischen Kommission für die Rechte von Menschen mit Behinderungen quasi alles zum Thema Wissen zu sammeln und zur Verfügung zu stellen, um eben Barrierefreiheit zu stärken in den unterschiedlichsten Bereichen, sowohl beim Thema digitale Barrierefreiheit wie eben heute, aber auch im Bereich von Bauen, Verkehr, Umwelt und allen weiteren Lebensbereichen, die letzten Endes für Menschen mit Behinderungen natürlich wichtig sind und wo also ein Zugang ermöglicht werden soll. Gregor, wir können dich nicht mehr hören. Das Mikrofon ist ausgefallen. Ja, vielleicht musst du umschalten auf ein anderes Mikrofon. In Spanien. Jetzt wieder. Jetzt Ah, können wir dich wieder hören. alles klar. Tut mir leid, ich weiß nicht. Gut. Fundación Once. Die also sozusagen das gesamte Expertenzentrum Accessible EU sozusagen durchführt, gemeinsam mit verschiedenen weiteren Institutionen wie eben dem Europäischen Netzwerk für barrierefreien Tourismus, verschiedenen weiteren Institutionen auch und dem Europäischen Forum für Barrierefreiheit und dergleichen. Gut, nochmal einmal weiter bitte. Neben sozusagen den großen Institutionen, die sich mit dem Thema der Barrierefreiheit beschäftigen, sind wir auch nochmal ein Zusammenschluss von europäischen Experten. Und insofern, Sie erleben heute Gottfried Zimmermann und mich, Gregor Strutz, aber wir sind ja zu dritt für Deutschland und unser Kollege. Yehia Mohammad von Fraunhofer FIT ist der dritte Mann im Bunde für die deutschen Experten. Gregor, kannst du uns hören? Nein, wir können dich nicht hören. Geh mal auf das Computermikrofon. Ich vermute, dass irgendwas mit deinem Headset nicht stimmt. Genau, tut mir leid. Dann muss ich mich jetzt so behelfen. Ich hoffe, dass Das Sie mich geht. sehen. Das ist dann immer der Vorführeffekt, ne? Genau. Also insofern, wir sind zu dritt und stehen sozusagen für Deutschland und dafür, eben Wissen wirklich zu sammeln und Ihnen auch zur Verfügung zu stellen. Worum geht es bei Accessible EU? Es geht also zum einen darum, dass wir tatsächlich auch auf europäischer Ebene eben dieses gesammelte Wissen einerseits zur Verfügung stellen, damit
auf im Bereich der Rechtsvorschriften mehr Fachwissen reinkommt und sozusagen ja, die Dinge kanalisierter stattfinden für verschiedene Bereiche. Aber es geht natürlich auch ganz stark darum, mit Ihnen in den Austausch zu kommen, mit Ihnen in Kontakt zu kommen, Weiterbildungen anzubieten, Gesprächsrunden und dergleichen. Also wir arbeiten sehr breit in ganz verschiedenen Bereichen. Und als letztes genau, und das ist sozusagen das eigentlich Wichtige, es geht darum, dass wir uns alle, die wir also an dem Bereich der Barrierefreiheit europaweit arbeiten, dass wir uns also vernetzen. Und insofern möchten wir Sie natürlich einladen, dass Sie sich gerne sozusagen auf den verschiedenen Kanälen der sozialen Medien registrieren oder mit uns verbinden, aber gern auch über die Internetseite. Denn am Ende können Sie tatsächlich über die Internetseite ja auch reinschauen in alle die großen Veranstaltungen, die also auch in anderen Ländern stattfinden, was ja auch ganz spannend ist, weil ja durchaus eben auch Wissen in den einzelnen Ländern ganz unterschiedlich ist. Genau, also insofern freuen wir uns natürlich darauf. Gut, wir haben es schon einmal gesagt, vielleicht als letztes noch für Sie. Wir haben es bereits in den Chat auch reingepackt, dass wir eben, dass es für diese Veranstaltung eine Teilnahmebestätigung gibt. Die können Sie einerseits erreichen, indem Sie eben jetzt über den QR-Code die Sache abscannen, aber Sie können genauso gut im Chat den Link anklicken, der Sie also genau dorthin bringt und, ja, und Ihnen das Zertifikat, was von Accessible EU Ihnen ausgestellt wird, dann am Ende zukommen wird. Gut, insofern vielen Dank, Gottfried, an dich und ja, ich würde dich jetzt dazu einladen, zu übernehmen und loszulegen. Ja, danke an dich, Gregor, für die Einleitung. Ich werde jetzt die Agenda nicht vorlesen, die hier steht, sondern wir gehen einfach Schritt für Schritt durch. Heute ist Excel dran. Ich habe es mal genannt barrierefreie Excel-Tabellen, aber wir werden schon sehen, das Wort Tabelle hat in Excel eigentlich zwei Bedeutungen. Einmal ist, wir sagen, ist eine Tabellenkalkulationsprogramm Excel, also jede Datei in Excel könnte man schlechthin als Tabelle bezeichnen. Aber in Excel selber gibt es auch die Möglichkeit, Tabellen, also so etwas, was man hier sieht, also eine Ansammlung von Zellen übereinander und nebeneinander, das wirklich als Tabelle zu bezeichnen, also als ein Zusammenschluss von Zellen, die zusammen ein zweidimensionale Set an Daten wiedergeben. Aber zunächst einmal, bevor wir hier reingehen, möchte ich Ihnen diese erweiterte Checkliste zeigen. Sie finden sie in den Materialien auf der Webseite für dieses Webinar. Und die neue Version ist die Version 1.2. Das wurde in Shuffle entwickelt, wie von Gregor bereits gesagt. Und wir haben eben versucht, genau den gesetzlichen Vorschriften entlang zu gehen, sowie auch bei der Checkliste für Word und für PowerPoint. Die EN 301549 ist das, was nach der BitV 2.0 in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern vorgeschrieben ist. Und wir haben das Kapitel 10 daraus übersetzt in Vorschriften für Excel. Und Sie sagen vielleicht, ja, das gibt es doch schon. Microsoft hat auch eine Seite über barrierefreie Excel-Dateien. Ja, das stimmt, aber es gibt bisher keine Checkliste, die wirklich genau nach den gesetzlichen Vorschriften entlang geht. Die Checkliste von Microsoft und auch die anderen, die es gibt im Umlauf, sind alle gut, aber sind in der Regel nicht ausreichend, um die gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen. Hier in dieser Checkliste haben wir es eingeteilt in Anforderungen, die unbedingt nötig sind. Da heißt die Tabelle erweiterte Checkliste nach EN-Anforderungen. Und dann gibt es noch eine andere Tabelle da drin und da heißt einfach Empfehlungen. Das sind dann Dinge, die sind nützlich und gut und die finden Sie sicher auch in vielen anderen Checklisten, aber die sind jetzt gesetzlich nicht vorgeschrieben. Und eine dieser Empfehlungen ist auch, einen Screenreader zu verwenden und selber mal auszuprobieren, wie man so eine Excel-Datei sich vorlesen lassen kann.
Noch einleitend ein Hinweis: Wir nehmen an in dieser Checkliste, dass man Excel für das verwendet, was es eigentlich gedacht ist. Man kann ja Excel für alles Mögliche verwenden, Lagepläne oder irgendwelche Skizzen. Was wir hier machen, ist wirklich Excel als Datei, die zweidimensionale Daten enthält und eventuell Diagramme dazu. Das ist eigentlich der Standardfall und dafür ist es ausgelegt und dafür kann man es auch sehr gut barrierefrei machen. Für die anderen Zwecke muss man immer sehr darauf achten. Es ist nicht unbedingt möglich, dann das barrierefrei zu machen. Zum Beispiel kann man in Excel keine Überschriften auszeichnen oder man kann keine Listen auszeichnen, sondern man hat einfach nur den puren Text, den man in Tabellenzellen reinschreiben kann. Aber das ist kein strukturierter Text, wie das eigentlich gefordert ist, wenn man einen längeren Text hat. Wir werden auch nicht behandeln, was man tun muss, wenn man Skripte oder Makros einsetzt oder eingebettete Objekte hat. Also es gibt in Excel auch die Funktion Objekt einfügen. Das schließen wir hier aus. Und wir schließen auch aus, dass Videos oder Online-Videos eingebettet werden. Das kann man alles machen, ist aber nicht wirklich Sinn und Zweck von Excel. Und es hätte diese Liste sehr viel komplizierter gemacht, wenn wir diese Fälle mit einbezogen hätten. Excel hat einige Besonderheiten im Unterschied zu Word und PowerPoint. Das werden wir gleich sehen. Also zum einen ich habe jetzt hier eine Excel-Datei als Test, heißt Testtabelle.xlsx. Zum einen werden die Fokusinformationen, also wo ich gerade meinen Cursor habe, wird mit abgespeichert in der Datei, die ich weitergebe. Das heißt, der Benutzer, der von mir eine Datei erhält, der fängt dort an, wo ich zuletzt meinen Fokus hatte. Das kann gut passen, wenn der Fokus richtig stimmt, aber wenn er ganz am Ende der Datei ist, dann hat eventuell der Benutzer ein Problem, erstmal sich zurechtzufinden, wo denn der Anfang ist. Außerdem gibt es bei Excel-Tabellen keine Hauptsprache, die ich festlegen kann. Also es gibt zwar die Rechtschreibprüfung, hierbei überprüfen, aber die wird immer die Sprache verwenden, ja, das ist jetzt gerade ein anderer Fall. Die Rechtschreibprüfung verwendet immer die Sprache, die ich eingestellt habe als meine Hauptsprache für alle Office-Dateien. Und wenn ich meine Hauptsprache auf Deutsch eingestellt habe und schicke ein Dokument weg an eine andere Person und deren Hauptsprache ist auf Englisch eingestellt, dann werden auf einmal alle Texte in Englisch vorgelesen werden. Ich kann das nicht in der Datei festmachen, welche Sprache ein Text hat. Und ich kann das auch nicht abweichend für einzelne Textpassagen festlegen, wie ich das bei Word und PowerPoint kann. Also das ist eine große Einschränkung. Und damit müssen wir leben. Was wir nicht machen können mit Excel im Sinne der Barrierefreiheit, dann kann das auch das Gesetz nicht verlangen, dass wir es einhalten. Dass hier an der Stelle müssen wir einfach uns dessen bewusst sein, aber wir können nichts dazu tun. Es gibt in Excel eigentlich nur eine Ansicht. Im Gegensatz zu bei Word und PowerPoint hatten wir verschiedene Ansichten. Und das ist eigentlich die Normalansicht. Es gibt dann noch die Umbruchvorschau und die Seitenlayout Ansicht, aber das sind alles nur Varianten der Normalansicht und ergeben keine wirklich neuen Erkenntnisse. Das heißt, wir können uns hier auf diese eine Ansicht konzentrieren, sowohl zum Bearbeiten von Excel-Dateien als auch zum Lesen von Excel-Dateien. Wenn ich den Screen wieder oder wenn ich eine Excel-Datei mit Tastatur bediene, dann werde ich in der Regel einfach die Pfeiltasten verwenden. Ich gehe dann durch die einzelnen Zellen und natürlich nach oben, unten, links, rechts und kann alles auf diese Weise bedienen, auch ohne Screenreader. Entschuldigung, auch ohne Maus. Ich kann aber auch einen Screenreader dazu schalten. Das mache ich jetzt mal. Und es ist immer empfehlenswert für alle Office-Dateien, dass sie selber auch mal probieren, wie denn das mit dem Screenreader alles lesbar ist. Ich verwende hier den Narrator.
Der eingebaute Screenreader in Windows. Testtabelle XLSX, Excel-Fenster, Blattmax-Temperaturen-Bereich, A1, ausgewählt, bearbeitbar, Spalte 2, Zeile 2, Element, Maximaltemperaturen. Das war jetzt die lange Ansage von diesem Screenreader Narrator. Auf Deutsch heißt der Sprachausgabe. Und Sie haben gehört, es wird mir angesagt, wo ich mich befinde, nämlich in der Zelle A1 und ob es bearbeitbar ist oder nicht. Und außerdem, was drin steht, Maximaltemperaturen. Ich habe dieses Wort jetzt größer gemacht mit dem Font. Das heißt aber noch lange nicht, dass es eine Überschrift ist für im Sinne von einer semantischen Information. Der Screenreader hat nichts von der Überschrift gelesen, denn für einen Screenreader ist es nicht erkennbar, dass es eine Überschrift sein soll. Wir haben in Excel keine Möglichkeit, Überschriften auszuzeichnen. Wir können uns helfen mit größer schreiben und so, müssen uns aber bewusst sein, das ist alles sehr begrenzt und für einen Screenreader ist das alles das Gleiche. Wenn ich jetzt mit den Tasten nach unten gehe, A2 ausgewählt, bearbeitbar, Spalte 2, Zeile 3, Element. Dieses Tabellenblatt enthält eine Tabelle und zwei Diagramme. also ich habe erwähnt hier, das ist eine Empfehlung, ganz oben, dass dieses Tabellenblatt eben eine Tabelle und zwei Diagramme enthält, damit sich auch eine blinde Person oder eine seheingeschränkte Person orientieren kann, was denn zu erwarten ist. Denn jetzt kann man immer in zwei Richtungen navigieren, entweder nach rechts oder nach unten. Und wenn ich blind bin, weiß ich nicht, ob da noch irgendwas kommt. Dann würde ich wahrscheinlich zuerst mal nach rechts gehen. B2 ausgewählt, bearbeitbar, Spalte 3, Zeile 3, Element. Ja, jetzt kam kein Inhalt, das heißt, das ist leer. Ich kann jetzt, könnte jetzt noch ziemlich weitergehen. C2 ausgewählt. Irgendwann merke ich, da kommt nichts mehr in der Zeile. Deswegen gehe ich wieder ganz an Anfang und eins nach unten. A2, A3 ausgewählt, bearbeitbar. Ja, ich breche mal ab, dass es schneller geht. Und jetzt gehe ich auf eine richtige Tabelle, die heißt Max-Temperaturen. Max-Temperaturen-Tabelle, Eingabetabelle Max-Temperaturen, 5 mal 3, A4, bearbeitbar, Max-Temperaturen, kein Filter angewendet, Spaltenkopf, Zeile 1 von 5, Spalte 1 von 3. Sie haben gehört, es wurde angesagt, das ist eine Tabelle mit drei Spalten und fünf Zeilen. Oder ich glaube vier Zeilen, weil die erste Zeile ist eine Überschriftzeile. Das weiß der Screenreader nur, weil ich das wirklich auch als Tabelle markiert habe. Ich werde das gleich noch zeigen, wie man das markiert. Ich wollte nur schauen, dass ich jetzt auch die Besonderheiten alle mal vorweggenommen habe, die es zu sagen gibt. Tab, erweiterte Check, Power, 2023, Tab, So. Testtabelle, erweiterte Check, erweiterte. Bei Excel gibt es auch außer diesen Texten in den Tabellenzellen gibt es eben auch noch Diagramme. Da wird man gleich dazu kommen. Aber es gibt in Tab, Excel keine 20, Möglichkeit. Testtabelle, PowerPoint, Testtabelle, Testtabelle. Es gibt in Excel keine Möglichkeit, wirklich linear durch ein Dokument durchzugehen, wenn ich einfach nur die Cursor-Tasten verwende, nach unten. Sie werden sehen, wenn ich jetzt weiter nach unten gehe, dann wandere ich einfach durch das Diagramm hindurch, ohne es wahrzunehmen. A5, Kopfzeilen, A6, A7, A8, Kopfzeilenelement, bearbeitbar, Winter, Zeile 5 von 5. Tabelle beenden, A9, ausgewählt, bearbeitbar, Spalte 2, Zeile 10, Element. Ich kriege kein Diagramm angesagt. Das Diagramm ist, wenn ich jetzt einfach durch die Tabellenzellen durchgehe, quasi unsichtbar. Und wir müssen immer auch darauf achten, unter anderem, dass eben diese Dokumente für Screenreader-Benutzer benutzbar sind. Das heißt, es muss jetzt einen anderen Weg geben, dieses Videoframe Diagramm. WND-Bereich, Video-Layouts-Fenster. Es muss eine andere Möglichkeit geben, dieses Diagramm dazu zu navigieren. Und jetzt muss ich mal jetzt hier mein Fenster verschieben. Ich schalte mal den Screenreader kurz ab. Sprachausgabe wird beendet. Ich kann jetzt unter Ansicht Navigation anklicken. Das ist ein Button. Und der öffnet mir jetzt ähnlich, wie das bei Word auch möglich war, eine Struktur, an der ich entlang gehen kann im Dokument.
Bei Word waren das die Überschriften. Bei Excel sind es alle Objekte, die registriert sind. Heißt, ich kann ja auch mit entsprechenden Tastaturkürzeln diese Navigation erreichen, sodass, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Screenreader benutze und ich befinde mich jetzt irgendwo hier drin, dann kann ich mit F6 wechseln in das Panel. Erstmal komme ich auf die Registerkarten unten und dann bin ich jetzt in diesem Navigationsfenster und da kann ich jetzt mit Tab wechseln in diese Liste von Navigationen und jetzt mit der Pfeiltaste mir die einzelnen Elemente anschauen. Und jetzt schalte ich nochmal den Screenreader an. Sprachausgabe wird gestartet. Navigationfenster, Max-Temperaturen-Zeilengruppe, Eingabetabelle, 12x2, Max-Temperaturen, A1, A2, 1 von 5 Ebene 2. Also, das wird angesagt als eine Zellengruppe. Das heißt, Excel hat automatisch erkannt, hier gibt es Inhalte in den Zellen, die musst du dir anschauen. Und ich kann, wenn ich jetzt draufklicke, dann komme ich da rein in Ein diese Zellen. Testtabelle, XLSX, Excel-Fenster. Ja, das war jetzt die Überschrift, die ich Testtabelle hatte. F6 Navigationsfenster. So, jetzt bin ich wieder zurück und jetzt kommt, Max-Temperaturen-Tabelle, Max-Temperaturen. genau, jetzt kommt diese Tabelle, die ich ausgezeichnet habe als Tabelle und die wird einfach angekündigt mit dem Namen Max-Temperaturen, weil ich die so benannt habe. Ich zeige das gleich noch, wie man die benennen kann. Es ist wichtig, dass ich in Excel alle Objekte, sei es nun Tabellen oder Diagramme oder Bilder, die ich einfüge oder Smart Arts, dass ich denen einen Namen gebe, damit man hier über dieses Navigationsfenster darauf navigieren kann. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten zwischen den Objekten zu navigieren, aber das hier ist jetzt die beste im Moment, ist allerdings erst ab den neueren Versionen von Excel verfügbar. Und jetzt kann ich hier praktisch entlang gehen und jetzt wird als nächstes das Diagramm auch angesagt. Diagramm Max-Temperaturen, Max-Temperaturen-Diagramm, Balkendiagramm für Tabelle Max-Temperaturen, 3 von 5 Ebene 2. Ja, also das wurde jetzt erkannt. Max-Temperaturen, A10, 4 von 5 Ebene 2. Und das ist jetzt wieder eine Zellenansammlung, die hier angezeigt wird. Und als nächstes kommt jetzt noch ein Smart Art. Da muss ich ein bisschen runterscrollen, Testtabelle dass man das sieht. XLSX, Excel, Navigation. Testtabelle XLSX, Excel-Fenster, Blatt Max-Temperaturen-Bereich, einfache Blockliste, Smart-Diagramm, Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Das heißt, auch hier geht bei Smart Art Diagrammen die einfache Vorlesefunktion, wenn ich jetzt keine tiefe Verschachtelung habe oder sowas, kann ich das einfügen, ohne einen langen Alternativtext zu haben. So, ich schalte den Screenreader wieder ab. Sprachausgabe wird beendet. Das war anfangs einfach eine Erleichterung der Systeme, wie das funktioniert mit dem Screenreader. Man kann alles erkunden. Man kann auch über Tastenkombinationen zwischen den Tabellenblättern wechseln, Steuerung, Bild auf, Bild ab. Kann man zum Beispiel hier in die nächsten Tabellenregister gehen. So, wenn ich Bild abgehe, dann bin ich auf der zweiten Registerkarte, Bild auf, wieder auf der ersten. So, was ist jetzt nötig, um so eine Tabelle auszuzeichnen? Also, nehmen wir mal an, ich gehe jetzt mal hier auf ein weiteres Fenster hier. Nehmen wir mal an, ich habe eine Ansammlung von Daten, die ich vorbereitet habe. Und die möchte ich jetzt zu einer Tabelle machen. Also, dass sie wirklich auch ausgezeichnet ist als Tabelle, dann markiere ich diese Stelle oder diesen Umfang der Tabelle und sage dann, ist jetzt unter der Menükarte Start als Tabelle formatieren und kann mir dann raussuchen, was für ein Layout ich haben möchte. Und da gibt es jetzt ganz verschiedene Dinge. Ich kann zum Beispiel sagen, hier Gold. Und jetzt muss ich aber aufpassen. Es gibt hier auch ziemlich viele Vorlagen, die nicht barrierefrei sind. Also nehmen wir das mal so. Jetzt hat er hier noch was eingefügt, weil ich gesagt habe, hier sind noch keine Überschriften dabei. Dann macht er jetzt automatisch Überschriften hinzu und schiebt das alles eine Zeile nach unten.
Ich möchte jetzt einfach zunächst mal, bevor ich noch weiteres sage zu diesen Fällen und so, möchte ich mal auf das Kontrastproblem eingehen. Bei ganz vielen Vorlagen in Excel, wenn es um Diagramme oder Tabellen geht, haben wir ein Kontrastproblem. Es erfüllt nicht die Mindestanforderungen an Kontraste. Ich habe hier den Color Contrast Analyzer von GPGI. Und ich kann jetzt mal nachprüfen, was der Kontrast ist. Also ich habe Weiß auf Gelb und sehe, das ist nur 1,6 zu 1. Das ist also ganz schlecht. Ich bräuchte normalerweise 4,5 zu 1 oder wenn es eine große Schrift ist, 3 zu 1 mindestens. Also Microsoft stellt sich ja selber eine Falle mit diesen Vorlagen und ich muss sehr gut aufpassen, welche Vorlage ich verwende. Interessanterweise findet Microsoft seine eigenen Fehler, wenn ich eine automatische Prüfung mache nach Barrierefreiheit. Also ich kann unter Überprüfen, Barrierefreiheit überprüfen, eine automatische Prüfung aufrufen. Und die erscheint jetzt hier als Fenster rechts. Ich mache das mal ein bisschen größer und findet fehlende Alternativtexte. Er findet, dass an einer Stelle der Standardblattname, an drei Stellen der Standardblattname verwendet wurde. Und er findet, dass es schwer lesbaren Textkontrast gibt. Und unter anderem ist eben auch, muss jetzt mal schauen, ja, auch das Blau, also Weiß auf Blau ist nicht ausreichend. Und hier, da haben wir den Fall, dass eben Weiß auf Gelb nicht passt. Und ich kann jetzt suchen nach einer besseren Vorlage, muss aber selber entscheiden, welche ich nehme. Was immer geht, ist schwarz auf weiß. Das ist immer gut, aber es gibt auch andere, die funktionieren. Das müssen Sie ausprobieren. Interessanterweise findet ja dann Excel selber die Probleme, wenn man die Prüfung durchlaufen lässt. Die Prüfung ist übrigens zu empfehlen, kann man immer mitlaufen lassen, dann sieht man hier unten. Entweder untersuchen, das heißt, es gibt Probleme, oder wenn ich alle Probleme gelöst habe, dann wird hier stehen Barrierefreiheit, keine Probleme in der Statuszeile. Ich gehe mal noch mal einen Schritt zurück. Na, ich mache das jetzt von Hand. Ich lösche einfach mal diese Zeile hier. Ja. Jetzt habe ich ein bisschen mir selber eine Falle gestellt, aber wir kriegen das hin. Ich habe das jetzt als Tabelle markiert, was eigentlich keine Tabelle sein sollte. Aber ich zeige das jetzt noch, wie man jetzt weitergehen würde anhand der nächsten Tabelle. Also wenn ich so eine Tabelle markiert habe als wirkliche Tabelle, als echte Tabelle, dann erscheint in diesem Menüband hier der Eintrag Tabellenentwurf. Und es ist ganz wichtig, dass ich festlege, wie diese Tabelle aufgebaut ist. Also ob es eine Kopfzeile gibt. Eine Kopfzeile sind Spaltenüberschriften, die in der ersten Zeile stehen. So wie bei Word auch. Wenn ich die wegmache, dann wird es einfach herausgenommen, diese erste Zeile. Ich kann auch entscheiden, ob es eine erste Spalte gibt. Das heißt, ob die Zeilen wiederum Überschriften haben in der ersten Spalte. Können Sie so nachprüfen? Also wenn wir jetzt sagen können, sag mir doch bitte mal die Minimaltemperaturen im Frühling im Jahr 2022, dann habe ich zwei Dimensionen hier, einmal Frühling und einmal 2022 und dann kann ich den Wert dazu angeben, nämlich 2. Übrigens, die Zahlen sind fake, sie stimmen nicht, das ist einfach nur eine Illustration hier. Ich kann auch, wenn es mich stört, diese Filter dann wegmachen. Also hier könnte ich sortieren oder filtern, aber diese Schaltfläche kann ich einfach durch diese Checkbox, die heißt Schaltfläche Filter, herausnehmen und dann sieht die Tabelle ganz normal aus. Die Tabelle hat auch einen Namen. Der ist hier links bei Tabellenentwurf zu sehen. Ich habe die Tabelle genannt Min-Temperaturen. Ursprünglich steht da sowas wie Tabelle 1, Tabelle 2, Tabelle 3. Das ist wichtig, dass Sie das auch benennen, sinnvoll benennen. Das ist auch eine vorgeschriebene Anforderung der Barrierefreiheit. Und was noch wichtig ist, dass Sie keine komplexen Tabellen machen.
Eine komplexe Tabelle ist, wenn ich mir mehr als zwei Dimensionen gebe. Also ich habe das versucht hier zu zeigen, jetzt dann habe ich das Ding hier reingemacht. Jetzt lebt man einfach mal kurz damit. Wenn ich sagen würde, okay, es gibt die Temperaturen im Frühling, Sommer, Herbst und Winter und es gibt die Jahre 2022 und 2023 und es gibt dann jeweils dazu Minimal- und Maximaltemperaturen. Dann habe ich drei Dimensionen und dann müsste ich diese Überschriftszellen hier verbinden. Das merkt man immer dann, wenn man versucht, irgendwelche Tabellenzellen zu verbinden, dann ist das praktisch nochmal eine übergeordnete Dimension für Min und Max. Und wenn ich sowas machen muss, dann muss ich immer aufpassen, das ist ein Achtungszeichen, dann komme ich wahrscheinlich in eine Situation, wo es mit der Barrierefreiheit schwierig wird, weil ich kann keine drei Dimensionen in Excel gut vorlesen lassen. Das geht in HTML, aber nicht in Excel oder Word. Dann muss ich mir eine Dimension rausnehmen. Zum Beispiel sage ich, jetzt betrachte ich einfach nur die Min-Temperaturen in einer Tabelle und dann die Max-Temperaturen in der anderen Tabelle. Jetzt habe ich praktisch diese komplexe Tabelle aufgespaltet in zwei einzelne. Einmal Min-Temperaturen, dann Max-Temperaturen. Und dann habe ich wieder jeweils zwei Dimensionen und dann kann ich damit arbeiten im Sinne der Barrierefreiheit. Also ein wichtiger Punkt. Habe ich bei Word noch nicht so betont. Jetzt bei Excel ist es wichtig, das zu wissen, dass man hier eigentlich immer flache Strukturen braucht, maximal zwei Dimensionen, damit es barrierefrei bleibt. Dann kommen wir zum Thema Diagramme. Das ist ja eine ganz tolle Funktion, was ich mit Excel alles machen kann. Ich kann einfach eine Tabelle markieren und dafür ein Diagramm mir erstellen lassen. Allerdings ist dieses Diagramm nicht unbedingt barrierefrei. Ich habe hier ein paar Beispiele. Die Zahlen stammen übrigens vom Prüfbericht der Bundesüberwachungsstelle vom Jahr 2020 bis 2021. Und da wurden Statistiken veröffentlicht bei deutschen öffentlichen Stellen. Und man sieht hier, wie viel der Prüfschritte bestanden wurden bei vereinfachter Überwachung und auch dann später bei eingehender Überwachung. Also bei vereinfachter Überwachung sind 62,3% der Prüfschritte bestanden und 37,7% nicht bestanden. Das ist jetzt vom Kontrast her, sieht das ziemlich schlecht aus, ist aber rechtens. Interessanterweise, also diese schwarze Farbe, mach es mal ein bisschen größer. Schwarz auf Blau funktioniert tatsächlich. Also schon, aber natürlich ist schon ein Grenzfall. Ja, ich müsste es größer machen, dann geht es. Jetzt habe ich hier 3,3 zu 1. Ich kann jetzt diese Diagramme nachbearbeiten und das ist wichtig zu wissen. Weil da kann ich sehr viel richtig und falsch machen, im Sinne der Barrierefreiheit. Man kann Diagramme verwenden, aber man muss darauf achten, dass sie dann auch von dem Kontrast her, barrierefrei sind. Also als erstes wäre es natürlich gut, ich würde mal diese, Schrift größer machen, damit man es besser lesen kann. Jetzt kann ich auch wahrscheinlich sehen, dass ich tatsächlich sogar über 4,5 zu 1 komme, wenn ich die Schrift größer mache, weil ich nämlich jetzt ein richtiges Schwarz kriege und nicht nur so ein halbes. Also zum Beispiel hier bei der großen Schrift, da habe ich auch ziemlich dunkles Schwarz. Nee, da, jetzt muss ich natürlich hier das Weiß dafür nehmen. Also da habe ich 7 zu 1 und bei Schwarz auf Blau habe ich ja nicht 2,4 zu 1. Also, das passt nicht. Dann muss ich etwas tun, dass das besser wird. Dann kann ich zum Beispiel sagen, ich kann natürlich ein ganz anderes Layout wählen. Und da kann ich ein bisschen rumspielen dann bei, muss das mal wegklicken. Wenn ich jetzt dieses Diagramm anklicke, dann kann ich bei Diagrammentwurf mir verschiedene Farbänderungen vorschlagen lassen. Also als allererstes würde ich mal sagen, wir sorgen dafür, dass es einen Zwischenraum gibt zwischen den Kuchenteilen. Also es ist ein Kuchendiagramm
Und dann würde ich einfach sagen, ich lasse mir hier so einen Zwischenstrich machen. Das ist schon wesentlich besser zu erkennen. Dann muss ich noch schauen, wie ich das mit der Legende mache. Da kommen wir gleich noch dazu. Dann kann ich mir wieder die Farben ändern lassen. Zum Beispiel, ja, dann wird es halt schwierig, welche Farben ich nehme. Meistens muss ich dann sagen, so, ich nehme jetzt mal eine Palette, die erstmal vielleicht einfarbig ist. Und dann muss ich aber die eine Farbe nochmal von Hand dunkler machen, damit ich wirklich den Farbkontrast kriege, den ich möchte. Ich möchte nämlich, dass ich diese beiden Farben um den Faktor 3 zu 1 unterscheiden von der Helligkeit her. Dann kann ich eben sagen, ich färbe jetzt dieses eine Kuchenteil ganz dunkelblau ein. So. Dann muss ich aber auch natürlich die Schrift da drin weiß machen, damit es wieder funktioniert. Also Sie sehen, man muss dann schon auch ein bisschen da reingehen und Dinge abändern von Hand, damit es auch barrierefrei wird. Das kann eben passieren. Ich werde es auch noch mal ein bisschen größer machen. Die Größe ist eigentlich keine Vorschrift, aber eine Empfehlung, dass man es einfach größer macht zum Lesen. Und jetzt habe ich noch eventuell ein Problem mit der Legende. Also ich kann dann ein sogenanntes Color Coding verwenden, also Codierung per Farbe, wenn sich die Farben um mindestens Faktor 3 in der Helligkeit unterscheiden. Also wenn ich jetzt nochmal nachprüfe mit meinem Contrast Analyzer, das eine ist dieses dunkelblau und das andere ist dieses hellblau. Ja, das würde jetzt gehen. Hier habe ich Faktor 4,3 zu 1. Das heißt, man kann jetzt verlangen, dass ein Benutzer hier anhand der Farben erkennt, welcher Teil der Kuchen bestanden und nicht anwendbar ist und welcher Teil nicht bestanden ist. Kann es natürlich auch ein bisschen größer machen. So, gegebenenfalls würde ich aber empfehlen, wenn Sie jetzt da noch mehr Kuchenteile haben, dann gehen Ihnen irgendwann die Farben aus, die sich alle voneinander mit 3 zu 1 unterscheiden. Da würde ich empfehlen, dass Sie rangehen und sagen, die Legende, die machen wir weg. Und stattdessen schreiben wir das, was in der Legende steht, mit rein in die Daten. Also ich kann zum Beispiel sagen, die Datenbeschriftung unter weitere Optionen. Ich möchte ja auch den Datenreihennamen, nee, das ist falsch, ich muss immer schauen, ich möchte den Rubrikennamen mit drin haben. Und dann sehen Sie, dann wird jetzt innen drin geschrieben, nicht bestanden, 37,7% oder bestanden, nicht anwendbar, 62,3%. Das wäre, sagen wir mal, eine sehr gute Lösung im Sinne der Barrierefreiheit. Ich kann dann immer noch ein bisschen rumspielen und kann dann auch noch Legenden reinmachen und so. Also so solche Platten, die dann aussehen, wie wenn jemand das sprechen würde oder die mit Pfeilen drauf zeigen. Da können Sie selber noch rumspielen. Aber im Sinne der Barrierefreiheit wäre das jetzt eine gute Sache. Ich überspringe jetzt die anderen Beispiele, da kann man auch immer rumprobieren. Also wichtig ist, dass die zwischen den Kuchenteilen eine deutliche Grenze haben, hier in dem Fall dieses Weiß. Und dass man gut erkennen kann, wie die Kuchenteile beschriftet sind. Eventuell, also ein Tipp ist immer, die Legende mit reinzumachen in die Kuchenteile, dann muss man nicht Color Coding anwenden und dann kann man auch ganz viele Teile verwenden, selbst wenn sie von der Farbe sich nicht mit 3 zu 1 unterscheiden. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass jedes Diagramm einen Alternativtext braucht. Ich müsste also hier mit reinschreiben, da schreibt man immer rein Kuchendiagramm für und jetzt kann ich sagen, okay, das ist jetzt für diese Tabelle da drüben, ist ja schon markiert, jetzt in Excel, dann schreibe ich Kuchendiagramm für Tabelle. Und wie ist der Name der Tabelle? Das muss ich jetzt nochmal schön schauen. Ja, die habe ich jetzt eben nicht benannt. Dann muss ich da eine Tabelle draus machen noch. Also. Hier als Tabelle formatieren. Tabelle hat keine Überschriften, da wird nochmal was eingefügt. Dann müsste ich hier hinschreiben bei Spalte 1.
Ergebnis, also bestanden oder nicht bestanden, und hier Anteil in Prozent, das steht ja dann dabei. Und jetzt hat diese Tabelle einen Namen, nämlich Tabelle 7. Das ist nicht gut, ich muss sie richtig benennen. Ich nenne sie Prüfschritte vereinfacht. Leider kann ich kein Minus verwenden hier, sondern aber ein Underscore kann ich verwenden, also ein Unterstrich. Und jetzt kann ich bei dem Alternativtext hinschreiben, Kuchendiagramm für Tabelle, Prüfschritte, Unterstrich vereinfacht. Das heißt, jemand, der sich jetzt das vorlesen lässt vom Screenreader, kann dann zwar nicht die Werte hier auslesen, aber er kann zur Tabelle gehen und sich die Werte vorlesen lassen aus der Tabelle raus. Und das entspricht dann einer alternativen Darstellung des Diagramms in einer nicht visuellen Art. Genau das, was ein Alternativtext machen sollte. Ich kann auch die Werte in den Alternativtext reinschreiben. In dem Fall sind es ja nur zwei. Aber das kann sehr lang werden und das möchte man eigentlich nicht. Es ist besser dann wirklich auf die Tabelle zu verweisen, in der die Ergebnisse zu sehen sind. Und wie man auf eine Tabelle kommt, wenn man sie mit Namen kennt, zeige ich jetzt. Es gibt hier das Menüband Formeln. Und da gibt es den Namensmanager. Ich muss allerdings zuerst mal hier den Fokus wieder auf eine Zelle setzen. Namensmanager. Und da finde ich zum Beispiel jetzt diese Tabelle Prüfschritte vereinfacht. Und wenn ich dann da doppelklicke drauf, dann komme ich genau hier, nee, dann kann ich die Prüfschritte mir, kann ich sie umbenennen, ja. Aber ich kann dann auch entsprechend hin an diese Stelle, wenn ich dann schließe, dann kann ich das anspringen, ja. Das hat jetzt nicht funktioniert, aber es gibt hier die Möglichkeit. Jetzt wollte ich noch ein paar Dinge sagen. Manchmal ist es wichtig, wenn Sie so eine komplizierte Tabelle haben wie hier, Verteilung der überprüften Websites. Manchmal ist es wichtig, dass Sie die Datenreihen umtauschen, damit es eine sinnvolle Darstellung ergibt. Zum Beispiel hier habe ich ganz viele senkrechte Balken und ich habe eine Datenreihe, die heißt 1 und ganz viele Werte von Sozialschutz bis sonstige. Und ich kann relativ einfach eine barrierefreie Darstellung erreichen, wenn ich einfach die Verteilung der Zeilen und Spalte vertausche. Also Zeile, Spalte tauschen, finde ich unter Diagrammentwurf. Und dann sehen Sie, dann wird auf einmal eine ähnliche Darstellung gewählt, aber jetzt habe ich keine Legende mehr, die kann ich rauslöschen. Und ich habe jetzt die Werte darunter stehen. Und wenn ich jetzt da noch ein bisschen kleiner mache, dann werden die auch alle vollständig dargestellt. Das wäre jetzt auch eine barrierefreie Version, die man hier verwenden kann. Die andere war nicht barrierefrei, weil da dieses, also wenn ich wieder zurückgehe, weil ich da diese verschiedenen Farbwerte unterscheiden können muss und die unterscheiden sich um weniger als 3 zu 1. Was auch nicht geht, ist einfach so eine Register, Benennung Tabelle 2. Da müsste ich dann schon was schreiben, zum Beispiel Verteilung oder sowas, was auch Sinn macht. Auch die Registerkarten müssen in einer sinnvollen Reihenfolge sein, von links nach rechts, sodass das Ganze Sinn macht. Übrigens müssen auch die Tabellen, wenn sie untereinander stehen oder wenn sie entsprechend Diagramme haben, müssen dann auch entsprechend in einer logischen Reihenfolge stehen. So, und jetzt noch ganz kurz zum Thema Formularfelder. Manchmal verwendet man auch Excel, um Daten abzufragen. Also zum Beispiel nehmen Sie diese Excel-Tabelle und tragen Sie Ihren Urlaubswunsch ein oder Ihre persönlichen Daten und dann schickt man das als Excel-Tabelle zurück. Das kann man auch per PDF machen natürlich. Beides hat Vor- und Nachteile. PDF ist sehr aufwendig zu erstellen, wenn es barrierefrei sein soll. Deswegen empfehle ich, wenn es passt, vielleicht auch mal das mit Excel zu machen. Was ich machen muss, ist, ich muss bestimmte Zellen markieren als geschützt und die anderen als nicht geschützt. Also hier in dem Fall schreibe ich oben hin, bitte füllen Sie die gelb markierten Felder aus.
Und diese Felder hier, die habe ich speziell geschützt, wenn ich jetzt da drauf gehe auf Zellen, Format und dann Zellen formatieren. Dann gibt es ein Register, das heißt Schutz. Und da sehen Sie, das ist weder gesperrt noch ausgeblendet. Das ist besonders für diese gelb markierten Zellen. Bei den anderen habe ich das so gemacht, dass die, sollen Sie wieder hingehen, Format, Zellen formatieren, dass sie gesperrt sind. Die werden aber erst dann gesperrt, wenn ich das ganze Arbeitsblatt sperre. Also das mache ich mal. Im Moment kann ich da noch Sachen eintragen, aber wenn ich jetzt auf Arbeitsplatz gehe, bei Überprüfen ist das Blattschützen. Ich brauche kein Passwort, aber ich muss diese Funktion aufrufen, Blattschützen. Kann es auch per Passwort machen, dann kann nur ich wieder das aufheben. Wichtig ist, dass Auswählen gesperrter Zellen zugelassen wird und entsperrte Zellen auswählen auch zugelassen wird. Diese zwei müssen unbedingt zugelassen werden, weil sonst kann man die anderen Informationen gar nicht mehr lesen, wenn man einen Screenreader benutzt. Dann gehe ich auf OK und jetzt kann ich nichts mehr editieren. Also jetzt kriege ich eine Fehlermeldung, wenn ich auf einer gesperrten Zelle bin. Aber ich kann die anderen Zellen editieren. Schreibe mal meinen Namen rein, also diese gelben. Zimmermann passt schon. Jetzt mache ich mal einen Fehlerfall. Ich habe nämlich eine Fehlermeldung eingebaut, dass wenn man angibt, nicht volljährig zu sein und dann aber über 18 ist, dass es dann einen Fehler gibt. Und jetzt steht da daneben, kann nicht sein. Das ist jetzt so auch nicht barrierefrei, weil wenn Sie Fehlermeldungen einprogrammieren, dann müssen die den Fehler klar benennen und sagen, wie man ihn beheben kann. Das war jetzt einfach eine Demo. Ich kann jetzt aber auch diesen Fehler draufgehen. Ich kann jetzt nicht editieren, aber Sie sehen die Formel. Da steht einfach, wenn B5 nein ist und B6 größer als 17 Jahre, dann sollte angezeigt werden, kann nicht sein. Also man kann auch Excel dazu verwenden, um Daten sich zu holen von Leuten, wenn man entsprechend die Zellen sperrt. Aber wichtig, dass man immer erlaubt, dass man trotzdem noch mit dem Cursor auf die anderen Zellen kann, weil man nur auf diese Weise mit dem Screenreader arbeiten kann. Ich glaube, das reicht jetzt mal. Es gibt noch viel mehr Anforderungen oder noch einige weitere. Ich habe mal versucht, mich jetzt auf die Dinge zu konzentrieren, die neu sind in Excel, die noch in Word und PowerPoint so nicht vorkamen. Und bin jetzt gespannt auf Ihre Fragen. Gut, vielen Dank, Gottfried. Da bin ich wieder. Wir hatten zwischendurch zwei, drei Fragen, wo bereits das Publikum sich gegenseitig geantwortet hat. Es gab so drei Fragen, die alle in dieselbe Richtung zielen. Und zwar, ob, wenn quasi wenn sozusagen zu einem Diagramm natürlich eine Tabelle steht, ob dann nicht theoretisch diese Tabelle als Alttext ausreichen würde. Genau, dass man es als dekorativ markiert oder so, ja. Das ist eine Möglichkeit. Ich müsste dann hier beim Alternativtext ankreuzen, als dekorativ markieren. Dann würde aber, schauen wir uns das mal an, was dann passiert. Dann habe ich in der Navigation, ja, ich habe das trotzdem noch drin. Ist ja wichtig, dass ich für Leute, die jetzt mit der Tastatur navigieren, aber jetzt keinen Screenreader benutzen, ist es wichtig, dass die trotzdem noch dieses Diagramm erreichen und bearbeiten können. Das möchte ich nur sicherstellen, aber das geht. Ja, es ist eine Möglichkeit, und es ist wirklich auch in dem Sinne dekorativ, dass es redundant ist mit den Tabellen. Würde ich auch akzeptieren, ja. Sehr gut. Genau. Eine weitere Frage war, ob nicht möglicherweise quasi dreidimensionale Tabellen eben auch Pivot, ob das nicht barrierefrei wäre. Das kann man machen. Also ich bin jetzt kein Experte in Excel, habe jetzt kein Beispiel hier für eine Pivot-Tabelle, aber bei Pivot
kann man ja bestimmte Aspekte rausgreifen einer Tabelle und eine bestimmte Ansicht dann sich reingehen. Und ja, das müsste auch gehen. Aber da muss man natürlich ein Power-User sein in Excel, um das zu verwenden. Ja, aber müsste ich nochmal im Detail prüfen, ist aber vermutlich machbar so mit Pivot-Tabellen. Es gibt noch eine Frage, die zwischendrin kam, die sich darauf bezog, was du sagtest. Wie merkt man, dass in der Zelle dahinter die Fehlermeldung erscheint? Ja, das ist natürlich eine, ich bringe das nochmal vor, mit dem Formular ist natürlich eine gute Frage. Der Screenreader wird das vermutlich nicht ansagen. Also ich kann das mal probieren. Ich mache den Screenreader ein. Testtabelle XLSX Excel-Fenster So, Blatt entfachten ich neue löse. Zeiten W4 ausgewählt So, ich gehe mal W5 wieder rein ausgewählt mit Nein. in ein W6 ausgewählt bearbeitbar Spalte 3 Zeile 7 Element 56. Ja, also es wurde nicht angesagt, dass hier eine Fehlermeldung kam. Und das kriege ich natürlich nur raus, wenn ich jetzt dann C6 navigiere. auf W6 ausgewählt. Es gibt meines Wissens in Excel keine Möglichkeit, das dann auch anzusagen. Es sei denn, ich würde irgendwie JavaScript einbauen oder irgendeine Skriptsprache, um das anzuzeigen. Also das wäre sicher, ja, ist nicht schön hier als ja, eine Lösung. Ich müsste dann, was ich machen könnte, ist, also ich gehe davon aus, dass ich als Benutzer immer mit Tab durchgehe. W3 auf. Wenn ich jetzt praktisch dieses kann nicht sein, wenn ich das jetzt praktisch direkt drunter machen würde und mit einem klaren Fehlertext, Auswahl aufgehoben. dann könnte ich das vermutlich A5 hinkriegen. Aber es ist ausgewählt. ein guter Bearbeitbar. Einwand. Spalte 2, Zeile 6. Sprachausgabe wird Ja, beendet. also nur um es anzudeuten. Da würde ich dann besser so machen, dass ich sage, hier mache ich mal nochmal ein Feld rein. Dann würde ich hier schreiben, Hinweis oder sowas. Und dann kommt man automatisch drüber, wenn man das ausgefüllt hat. Ja, sehr, sehr guter Einwand. Ja, also so wäre es wesentlich besser. Ich muss natürlich einfach mit dem auskommen, was mir Excel bietet. Und das ist halt begrenzt. Gut, eine weitere Frage, die jetzt kam, war, es gibt ja auch die Funktion Datenüberprüfung, wo Fehlermeldungen festgelegt werden können. Ist das barrierefrei? Welche Funktion ist damit gemeint? Müssen wir nochmal. Datenüberprüfung, ah, okay. Können Sie genauer sagen, was Sie da meinen, wo diese Funktion ist? Also bei Barrierefreiheit vielleicht, oder? Jetzt kommen noch weitere Fragen. Ja, okay. Gut, kommt jetzt gerade nicht. Vielleicht fragen wir dann einfach, also gehen wir vielleicht weiter. Können Kommentare angesagt werden? Ja, das können Sie. Das ist natürlich auch wieder wie bei Word eine fortgeschrittene Funktion. Da muss man schon fit sein. Also man kann mit dem Befehl, also es ist ja auch wichtig, dass ich dann eine Tastaturkürzel habe. Steuerung Shift F2 kann ich Kommentare einfügen. Und wenn ich da jetzt auch schreibe, ein Kommentar oder so, dann kann ich auch den hier aufmachen in einem separaten Fenster. Das wäre dann wichtig, ein Kommentarfenster. Wo habe ich das hier? Ja, ich müsste jetzt auch schon schauen, ich habe es mal ausprobiert. Also die werden auch mit angesagt, beziehungsweise ich kann auch hier mit einem Kontextmenü dann auf Kommentar antworten sagen und dann bin ich drauf und dann wird er auch vorgelesen, der Kommentar. Also ich kann dann mit Tab drauf gehen. Kann es auch mal schön zeigen. Testtabelle XLSX Excel-Fenster Kommentarinhalt bearbearbeiten schreibgeschützt ein Kommentar. Ja, also da kommt es dann und dann kann ich auch dran Antworten arbeiten. bearbeiten. Mit Escape komme ich Kommentar dann wieder ist raus. Blattformular. Sprachausgabe wird Und beendet. man muss sich halt sehr gut auskennen. Das ist so. Gut, dann vielleicht noch als letzte Frage, sind ausgeblendete Arbeitsblätter barrierefrei? Funktioniert Power Query mit einem Screenreader und ist das barrierefrei? Also zu Power Query kann ich jetzt nichts sagen.
Das ist auch sehr, sehr fortgeschritten. Ausgeblendete Arbeitsblätter. Also ich müsste ja dann den gesamten Inhalt ausblenden. Hier zum Beispiel hier das Formular oder so. Das würde man wahrscheinlich machen, um irgendwelche Datengrundlagen zu haben, die man aber nicht zeigt. Und dann ist die Frage, weshalb mache ich das? Also wenn ich es praktisch für alle verbergen möchte, für alle Benutzer, dann braucht es auch einen Screenreader-Nutzer nicht sehen. Er muss aber die Möglichkeit haben, das im Bearbeiten-Modus wieder sichtbar zu machen. Und dann müsste ich mal schauen, dass ich dann einblenden. Ja, das kann ich machen. Ja. Also ist grundsätzlich nichts dagegen zu sagen, weil es eine Funktion ist, die diesen Inhalt unsichtbar macht für alle, nicht nur für Screenreader-Nutzer. Und wenn es für alle unsichtbar ist, dann ist es okay. Gut, dann Gottfried, vielen Dank in Anbetracht der Zeit für all das Wissen, was du mit uns geteilt hast. Genau, ich glaube, mir bleibt jetzt noch zum einen Ihnen allen mitzuteilen, dass wir am Beginn der kommenden Woche die Aufnahmen zur Verfügung stellen werden. Und Sie also dann quasi Sie eine E-Mail von uns allen bekommen werden, wenn Sie sich registriert haben, sodass Sie nochmal alles quasi nachschauen können und in sich in Ruhe arbeiten können. Das wäre so die eine Sache. Die andere ist, dass wir Sie aufmerksam machen wollen auf ein Webinar, was am 5.12. stattfinden wird, und zwar von 13 bis 14 Uhr, und zwar das Webinar Browsererweiterung für das Autocomplete-Attribut, dann also durchgeführt von dem Kompetenzzentrum Digitale Barrierefreiheit der Hochschule der Medien in Stuttgart. Ich packe Ihnen den Link dafür in den Chat, sodass Sie den anklicken können und darüber weitere Informationen erreichen können. Genau, zu diesem Webinar. Genau. Dann glaube ich, auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir ja vier Veranstaltungen gemacht haben, bei denen wir eine tolle Unterstützung bekommen haben, von GebärdendolmetscherInnen und auch von von TextdolmetscherInnen und GebärdensprachdolmetscherInnen, die also was organisiert wurde von Delft Interpret. Ein wirklich ganz, ganz großes Dankeschön sowohl an Frau Otto, an Herrn Pechhacker, auch an Frau Eichmeier-Hell für ihre Arbeit. Das war wirklich immer wieder beeindruckend, ja, was Sie erreicht haben. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Genau. Und damit, glaube ich, kann ich auch im Namen meiner beiden Kollegen, Herrn Zimmermann und Jeher Mohammed, Entschuldigung, mich bei Ihnen bedanken für Ihr Interesse, Ihnen viel Erfolg wünschen, denn wir hoffen natürlich, dass wir Sie gut auf den Weg geschubst haben, ja, sagen wir mal, hinein in eine barrierefreiere Welt, die da hoffentlich kommen möge. Vielen Dank an alle. Wiedersehen, danke für die Teilnahme. Genau. Auf Wiedersehen. Danke sehr.